Wenn du so gut und so klug bist, wie du sagst, dann könntest du mir doch vielleicht bei meinem Problem helfen. Ich habe nämlich große Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, stammelte Tim verlegen. Bedauere, aber das geht im Moment gerade nicht. Ich habe keine Zeit und den Kopf nicht frei. Ich habe eigene Probleme, sagte das Männlein. Welche denn? Fragte Tim. Das geht dich gar nichts an, erwiderte das Männlein patzig. Komm schon, ich habe dir von meinem Problem erzählt, nun kannst du mir deines anvertrauen. Meinst du? Sagte das Männlein misstrauisch, grübelte kurz und begann schließlich aufgeregt. Also gut, es ist nämlich so, im Buchstabenland herrscht derzeit ein Riesendurcheinander. Es hat alles mit Frau Ü-Strich angefangen. Eines Tages kam sie in mein Büro und beschwerte sich über die Menschenkinder, dass sie dauernd die Striche über dem U vergessen würden. Natürlich wurde sie von Herrn Ö und von Fräulein Ä begleitet, die ebenfalls aus demselben Grund schwer beleidigt waren. Dann kam auch noch das I-Pünktchen in mein Büro. Es klagte, dass die Kinder beim Schreiben den I-Punkt vergessen würden, als ob der gar nicht existieren würde. Außerdem würde man ihn immer von seinem geliebten I trennen. Das kränkte es so sehr, dass es bald jeden Tag in mein Büro stürmte und mir die Ohren voll jammerte.